1:1 steht zwischen den Krefeld-Pinguinen und dem ERC Ingolstadt nach dem ersten Drittel. Wir melden uns hier aus dem Pinguine-Fan-TV. Bei mir Rainer Lohmann vom Lions Club Krefeld. Und auch die sind ja Dauergast hier bei den Pinguinen, immer um die nahende Adventszeit. Denn es gibt wieder einen tollen Adventskalender, den Lion-Adventskalender nämlich, Rainer. Und der hat wieder viel Gutes im Sinn. Jawohl, aber eine Korrektur zu Anfang. Lions Club Krefeld-Niederrhein. Wir sind einer von 5 Krefelder Lions Clubs. Lions, eine der größten Serviceorganisationen der Welt. Und es ist wirklich schon zur Tradition geworden, dass wir hier beim KFV unseren alljährigen Adventskalender verkaufen dürfen. Man tut im doppelten Sinne etwas Gutes. Einmal bei dem Kauf des Kalenders für 5 Euro das Stück. Etwas für soziale Krefelder Kinder- und Jugendprojekte, für die wir uns explizit einsetzen. Aber man tut sich irgendwo auch für sich selber was Gutes. Weil man tolle Gewinnchancen hat. In jedem Türchen sind tolle Preise drin. Es gibt einen Hauptgewinn am 24.12., ein iPad zu gewinnen, sodass es sich also wirklich lohnt, für 5 Euro sich in der Aktion zu beteiligen. Jetzt hast du nur verraten, was hinter Türchen Nummer 24 ist. Das soll ja eigentlich immer die große Überraschung bleiben. Aber ich glaube, mit so einer Chance ist es vielleicht nochmal eine gute Motivation, diesen Adventskalender zu kaufen vom Lions Club Krefeld Niederrhein. Und ein schönes Motiv habt ihr wieder ausgesucht. Auch das spiegelt Krefeld nochmal wieder. Ja, das ist Greifenhorst in der Nähe von der Burg Linn in Krefeld. Tolles Motiv, glücklicherweise mal eine Aufnahme im Schnee, was wir in Krefeld ja nicht allzu oft haben. Das heißt, wir sammeln immer über Jahre Wintermotive, um ein schönes Motiv für unseren Adventskalender zu kreieren. 5 Euro kostet das Ganze, wie so oft hier auch bei den Pinguinen heute zu bekommen. Wer verkauft sie heute, lieber Rainer, und wo kann ich ihn auch abseits vom Spiel noch bekommen? Ja, also wir sind heute mit 6 Vertretern des Lions Clubs in den Drittelpausen und am Ende des Spiels unterwegs. Schöne Verpackung haben wir dabei, dass auch keiner die Angst haben muss, im Regen damit nach Hause gehen zu müssen. In den Krefelder Buchhandlungen ist der Kalender zu beziehen und in einigen ausgewählten Verkaufsstellen, die man auch auf der Rückseite des Kalenders ablesen kann. Also auf jeden Fall eine gute Sache für karitative Projekte in Krefeld. Das Ganze für 5 Euro und es gibt was Tolles zu gewinnen. Unter anderem ein iPad. Hinter welchem Türchen das wohl sein mag, das ist die Überraschung. Auf jeden Fall kaufen diesen Kalender. Mehr Infos zum Lions Club natürlich auch über Rainer Lohmann und die 6 Herrschaften, die ihr heute unterwegs sind. Vielen Dank und gleich viel Spaß bei Drittel Nummer 2 zwischen den Pinguinen und dem ERC Ingolstadt.